Moin Leute und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von meinem Format Signalkunde. Ja, es ist jetzt ein bisschen was her. Es hat was gedauert, bis ich mich jetzt so aufraffen konnte, die zweite Folge zu drehen. Aber jetzt ist es soweit, also freut euch darauf. Es geht weiter. Wir hatten in der letzten Folge das Thema Hauptsignale und jetzt kommt das Thema Vorsignale. Ich werde euch jetzt erstmal so allgemeine Dinge zum Thema Vorsignale erklären und dann die einzelnen Varianten aufzählen und ein bisschen mit Bildern und von mir gesprochenem ergänzen. Ja, also fangen wir direkt mal an. Was gibt es für Signale? Ja, hier im Bild haben wir jetzt einmal links das VR0, rechts das VR1 im rot markierten Kreis und in der Mitte das VR2. Jetzt ein paar allgemeine Sachen. Ja, was macht das Vorsignal? Es zeigt eigentlich nur die Stellung des folgenden Hauptsignals an. Ganz einfach eigentlich. An einem Vorsignalmast seht ihr, wie hier jetzt links im Bild oder auch in der Mitte, eine sogenannte Vorsignaltafel oder auch NE2-Tafel genannt. Zu den Nebensignalen, dafür gibt es ein separates Video. Ja, so erkennt man Vorsignale. Der Bremssteckabstand zwischen Vor- und Hauptsignal ist in der Regel 1000 Meter. Auf manchen Strecken kann das anders geregelt sein, aber wir gehen jetzt einfach mal von 1000 Metern aus. Sollte dieser Bremssteckabstand verkürzt sein, warum auch immer, wird das am Vorsignal gekennzeichnet. Wie man jetzt hier im Beispiel rechts sieht am VR1, leuchtet da ein Zusatzlicht. Das sagt dem Triebfahrzeugführer, dass das folgende Hauptsignal um mehr wie 5% im verkürzten Bremssteckabstand steht. Das heißt eigentlich im Klartext, der Triebfahrzeugführer muss entweder A früher anfangen zu bremsen oder B stärker, um sicher vor dem haltzeigenden Signal halten zu können. Sollte das Hauptsignal mal in einem Gleisbogen stehen, so wird zusätzlich zu dem Vorsignal ein Vorsignalwiederholer eingesetzt. Dieser steht dann irgendwo im Gleisbogen und zeigt zusätzlich zu dem Vorsignal das gleiche Signalbild wie das Hauptsignal an, wird allerdings, wie das Vorsignal im verkürzten Bremswegabstand, mit einem zusätzlich gekennzeichnet, aber ohne Vorsignaltafeln. Heißt, es steht alleine und zeigt das Signalbild an, welches das Hauptsignal zeigt. Und dann gibt es noch die Fälle, wo ein Vorsignal dunkel bleibt. Das ist meines Erachtens nach nur in zwei Fällen möglich. Erster Fall, nehmen wir Beispiel VR1 rechts im Bild. Man hat so eine Signalkonstellation, ein Haupt- und ein Vorsignal an einem Mast. Wenn das Hauptsignal auf HP0 steht, darf und kann das Vorsignal keine Vorsignalinformationen anzeigen, heißt, es bleibt dunkel. Sollte es zumindest. Es gibt Ausnahmen, aber es muss dunkel bleiben. Dann gibt es noch die andere Variante. Nehmen wir ein alleinstehendes Vorsignal. Kurz darauf eine Weiche. Die eine führt, sagen wir mal, beispielsweise nach A-Stadt und links geht es dann nach B-Stadt. Das Vorsignal gilt für die Strecke Richtung A-Stadt. Sollte da ein Zug herfahren, ist das aktiv. Sollte allerdings ein Zug nach B-Stadt links herfahren, so gilt dieses Signal nicht für diesen Fahrweg, also ist es aus, weil kurz nach dem Weichenbereich wahrscheinlich noch ein erneutes Vorsignal für diese Strecke dann kommen wird. Kommen wir nur zur Erklärung der einzelnen Vorsignale. Als erstes nehmen wir das VR0. VR0 Bedeutung Halt erwarten. Wie sieht es aus? Hier im Bild seht ihr einmal links das Lichtsignal. Das sind einfach zwei orangene Lampen schräg nach rechts oben angeordnet. Und rechts im Bild das Formsignal davon. VR0 in dem Fall rechts. VR1 in dem Fall links. Achten wir erstmal nur auf das rechte. Es sieht so aus. Die Scheibe, die runde Scheibe vom Formsignal, guckt einen sozusagen an. Und der Pfeil, hier rechts jetzt schlecht erkennbar, gucken wir auf das linke, zeigt senkrecht nach unten. Das bedeutet VR0 als Formsignal. Halt erwarten in beiden Fällen, es folgt ein HP0. Als nächstes haben wir das VR1, Bedeutung Fahrt erwarten. Links im Bild haben wir das Lichtsignal. Zwei grüne Lichter von links nach rechts oben angeordnet. Rechts im Bild haben wir das Formsignal. Genauso wie beim VR0
haben wir einmal die gelbe runde Scheibe und den gelben Pfeil. Beim VR1 guckt uns die gelbe runde Scheibe in dem Fall nicht an. Die ist umgeklappt und wir sehen sie erst gar nicht. Der gelbe Pfeil zeigt weiterhin nach unten. In beiden Fällen bedeutet es Fahrt erwarten. Das folgende Hauptsignal zeigt Fahrt sowie links im Bild. Heißt auch im Klartext Fahrplangeschwindigkeit. Und als letztes haben wir das VR2. Bedeutung Langsamfahrt erwarten. Links haben wir das Lichtsignal. Da haben wir ein gelbes oder orangenes und ein grünes, auch von links unten nach rechts oben aufsteigend. Rechts haben wir das Formsignal. Da haben wir jetzt wieder die gelbe Scheibe, die uns anguckt. Allerdings ist diesmal der Pfeil, der sonst nach unten gucken würde, der hat jetzt einen Winkel von ca. 45 Grad nach rechts gemacht. Infolge des Vorsignals kommt nun das Hauptsignal mit Signalbedeutung HP2 Langsamfahrt. Sollte das Vorsignal, so wie hier abgebildet, jetzt alleine stehen, muss ab dem Hauptsignal maximal 40 km/h gefahren werden. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke für eure Aufmerksamkeit. Über Feedback von euch würde ich mich sehr gerne freuen, deshalb ab damit in die Kommentare. Mein nächstes Video, das wird am 15.02. online kommen, das habe ich schon vorgespeichert, ist das Video von Münster nach Mönchengladbach Teil 2. Also freut euch schon mal darauf. Ich versuche öfters jetzt mal Videos zu produzieren, kann aber nichts versprechen, weil ab 1. Februar ich bei einem neuen Arbeitgeber anfangen werde. Und das am Anfang wahrscheinlich erstmal ziemlich chaotisch wird. Von daher müssen wir mal schauen, wie das wird. Aber wie gesagt, ihr habt am 15.02. erstmal das nächste Video. Und danach werde ich einfach mal gucken, wie ich das mache. Ja, in der Zwischenzeit, wenn euch langweilig ist, ich habe auch noch andere Videos auf meinem Kanal. Wenn ihr die nicht schon gesehen habt, guckt euch sie an. Und ja, sonst kann ich euch noch empfehlen, schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, da bin ich vertreten. Und auf Instagram. Seit neuestem auch. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer TF von Tour.